Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Bis zur Wintersonnenwende habt ihr wahrscheinlich noch viele Termine und seid sehr eingespannt. Pünktlich zu den Feiertagen beginnt dann eine kuschelige Phase mit eurem persönlichen Beziehungsvollmond. Gleich am 1. Dezember betritt Kommunikationsplanet Merkur euer Partnerhaus im Steinbock und sorgt dafür, dass durchaus ernste und konstruktive Gespräche mit euren Lieblingsmenschen im Vordergrund stehen. Dabei geht es um eure romantischen Beziehungen, aber auch um enge Freunde oder gute Kollegen, mit denen ihr auf einer Ebene liegt. Falls ihr wichtige Geschäftstermine oder Präsentationen mit Kunden abzuhalten habt, dann würde ich euch empfehlen, alles in der Richtung bis zum 12. Dezember zu erledigen, weil Merkur danach rückläufig wird und es sich ein bisschen anfühlen kann, als wäre die Luft raus. Doch schon vorher könnte es sein, dass euch der Sinn nicht mehr so wirklich nach Arbeit steht, weil Liebesgöttin Venus am 4. Dezember in den mystischen Skorpion wechselt und eure Liebeslust weckt. Flirt und Erotik versüßen euch dann die Adventszeit und das gilt für alle von euch, egal ob liiert oder Single. Falls ihr sonst eher schüchtern und zurückhaltend seid, wird euch bis Monatsende eine sexy Energie umgeben und anregen. Passt nur ein bisschen auf, was das Thema Eifersucht angeht. Gerade für diejenigen von euch, die sich in einer festen Partnerschaft befinden. Denn die Venus im Skorpion teilt nicht gerne. Falls ihr Single seid und keine Lust auf Dating-Apps habt, solltet ihr vom 10. bis zum 12. Dezember auf jeden Fall was mit euren Freunden oder Vereinskollegen unternehmen. Es könnte hier unerwartet jemanden auf der Bildfläche erscheinen, der euch direkt in seinen oder ihren Bann zieht. Am 13. Dezember haben wir Neumond im feurigen Zeichen Schütze und Merkur wird rückläufig. Hier wird es für euch um eure Routinen und eure Gesundheit gehen. Ihr könnt euch in einer Meditation Gedanken machen dazu, was ihr vielleicht im neuen Jahr an euren Abläufen ändern wollt. Habt ihr genug Zeit für euch und eure Bedürfnisse eingeplant und priorisiert ihr die auch genug? Merkur ist jetzt bis Jahresende rückläufig und das könnte in euren täglichen Abläufen zu Verzögerungen oder Missverständnissen führen. Am besten, ihr seid schon im Weihnachtsurlaub. Das wäre die schönste Unterbrechung eures Alltags, die man euch wünschen kann. Falls ihr noch im Büro seid oder zu Weihnachten verreist, solltet ihr Geduld und Ruhe bewahren, falls nicht alles nach Plan läuft. Am 22. Dezember können wir die Wintersonnenwende feiern, bei der die Sonne in den disziplinierten Steinbock und damit in euer Partnerhaus wechselt. Eure Lieblingsmenschen sind jetzt das Wichtigste für euch und ich hoffe, ihr könnt tolle Stunden mit eurem Schatz und euren liebsten Menschen verbringen und die Feiertage möglichst kuschelig gestalten. Kurz bevor das Jahr endet, haben wir noch euren ganz besonderen Beziehungsvollmond im Krebs am 27. Dezember. Er aktiviert die Kräfte von Wohltäter Jupiter, der bei euch im Freundschaftshaus steht. Falls ihr jetzt die Zeit findet oder vielleicht auch Fans der Rauhnächte seid, ist dies ein sehr wichtiger Vollmond für euch, um zum Thema Liebe, Beziehungen und Freundschaften zu meditieren. Auch Heiler Chiron ist jetzt besonders aktiv. Wenn ihr also ein Thema habt, was der Heilung bedarf, vor allem im Hinblick auf eure Berufung und euren Seelenweg, könnt ihr das ebenfalls gut in die Meditation einfließen lassen. Für einen fröhlichen und optimistischen Start ins neue Jahr sorgen Liebesgöttin Venus, die am 29. Dezember in den feurigen Schützen wechselt, und Glücksplanet Jupiter, der direkt am Silvestertag direktläufig wird. Gut möglich, dass den Singles unter euch jetzt beim Einkaufen oder im Fitnessstudio ein toller Flirtkandidat über den Weg läuft. Und wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, steht einem innigen gemeinsamen Jahreswechsel nichts im Wege. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen.